Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dying Light, hier unserem Koop-Spiel. Und das vor mir ist nicht der Chris, der ist aber da, hallo. Der sieht doch fast genauso aus. Und das ist der Spike vor mir, denn der Chris ist noch, ja, wer die letzte Folge gesehen hat, die ja mal knapp eine Stunde gedauert hat, weiß, dass Chris da in diesem anderen Dingsbums geblieben ist und ich bin hier und um die Mission jetzt hier vorab zu erschließen beim Neil. Also wir haben uns halt aufgeteilt. Der eine hat die Mission gemacht. Achso, du musst zu mir kommen. Du musst zu mir kommen. Kann ich? Ja, kann ich. Ach, wie sich das angehört hat, ey. Boah, was ist denn da los? Alter, wie sich das. Sie haben es geschafft. Wie soll ich Ihnen danken? Wie heißen Sie? Die Leute werden von Ihnen erfahren. Mein Name ist egal, denn Sie sitzen hier trotzdem fest. Hier kommt keiner raus. Aber. Warum haben Sie mir dann geholfen? Ihr Leben riskiert. Um Ihnen zumindest die Chance zu geben, mich eines Besseren zu belehren. Viel Glück, Fallon. Ich verstehe. Danke. Und viel Glück. Zuppi! Belohnung 2000. Na super. Oh. Immerhin, besser als nicht. Wir pennen welche. Gut, wir haben noch ein paar andere Nebenmissionen, die wir jetzt endlich mal abschließen wollen, die wir schon gemacht haben. Und zwar Kreide für die Kleinen. So, Kreide für die Kleinen, haben wir da. Hammer, genau. Dann müssen wir in den Bau zurück. Im Bau? In unseren Hauptlager da, den Turm. Ach so. Ich falle natürlich ins Wasser. Ah! Und ich bin fast tot. So, mach einfach so. Okay, mach mal. Gut falsch. Neue Kraftstufe. Wieder ein Mädel im BH. Da merkt man eben, dass die Monster immer wieder spawnen an den Stellen. Yep. Weil den Typ hat man ja vorhin schon getötet. Aber ich kann auch super Genickbruch machen. Bei dir? Aber. Alter, die letzte Folge war richtig heftig. Ich kann die nämlich lautlos töten jetzt. Ah, okay. Leute, schaut euch unbedingt mal die letzte Folge an, was wir da für ein Schlacht, Mega-Schlachtfest, Lootfest hatten. Echt ungewollt eigentlich. Ja, ja. Hätten wir wenigstens wesentlich einfacher haben können. Ja, aber dann hätten wir nicht looten können. Ja, das. Wir machen einen Haufen Zombies auf den Fersen. Dann du dann auch deine ganzen Sachen. So. Du stirbst. Ich habe hier so einen Typen mitten in der. War einer von den von Ray's Männern, die habe ich mitten in der Mitte durchgehackt. Hier ist wieder so ein Dicker. Boah, das haut einen jedes Mal um, wenn der mit deinem Ding auf den Boden haut. Ja, das sagt meine Freundin auch immer. Der Feuerwehrmann, der Feuerwehrzombie. Ja. Warte mal, bis ich mit meinem Ding auf den Boden haue. Da bebt die Erde noch in Timbuktu. Das ist kaputt. Da kommt in China wieder, in Japan wieder ein Tsunami an. Alter. Wow. Hey, Dicker. Dicker. Kuckuck. Im Sprung bin ich umgefallen. Oh, nicht schlecht. Jetzt ist er tot. Okay. Ich weiß nicht, was du da machst, aber ich renn schon mal nach Hause. Kannst doch, ja wieder. Ich mach hier so ein bisschen. So. So Zombies-Köpfen und so. Jetzt sind natürlich ist die Brücke total wieder leer. Jetzt sind wieder kaum Zombies auf der Brücke. Ey, ist doch zum Kotzen. Ja, ist ja nicht nachts. Ne? Ja, aber als ich auf die Brücke gegangen bin, war es auch nicht nachts. Ja, aber es war auch keine Mission. Das ist jetzt eine Verarschung. Hat doch jemand was gegen mich? Bin getarnt. Ey, ich renne hier, hier ist kein Zombie. Ja. Ich bin schon fast wieder an den Hochhäusern. Nacht. Muss ja hier außen rumlatschen jedes Mal, ne? Alter Schwede, ey. Ich muss mal ehrlich sagen, gegenüber zu The Order, was mich ja richtig abgefuckt hat, das Spiel, ist Dying Light immer noch ein Spiel, was tierisch einfach nur Spaß macht.
was einen mal richtig fordert. Wo es mich auch mal nicht stört, zwei, dreimal zu sterben. Zombies mit dem macht eh Spaß. So, mir zumindest. Da liegt ein Ruder. Was ist denn hier? Bin ich hier in Dead Island oder was? Ich glaube, ich bin gerade in den falschen Eingang reingegangen. Ah, ne. Hä? Ach, da gibt es zwei Eingänge. Okay. Wir sitzen hier fest. Wir raten in so, du kannst, glaube ich, gleich zu mir teleportieren. Ja. Ich bin voll geschleimt. Jetzt kannst du zu mir teleportieren. Boah, wie sich das immer anhört, ey. Ich denke, hinter mir explodiert immer ein Zombie. Das ist so pervers. Kreide für die Kleinen. Ja, wir haben schon 40% von der kompletten Kampagne, also von kompletten Mission geschafft. Also alles zusammen 40%. Was? So, müssen wir jetzt hin? Du bist noch eine Etage höher, ja. Wir versuchen heute mal nicht wieder so eine lange Folge wie gestern zu machen. Also versuchen zumindest. Für uns war es so lang wird es nicht mehr werden, glaube ich. Vor allem hättest du da locker mal drei normale Folgen draus machen können. Ja. Ja, wo waren das? Hier. Hier? Hier. Nee, falscher Raum. Doch. Dun, 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 dun. Du hast Malkreide? Oh, ja. Fantastisch, du bist der Größte. Die Kinder werden bestimmt ganz aus dem Häuschen sein. Hier für dich. Du kannst damit mehr anfangen als ich. Bargeld. Was, eine Frau gibt uns Bargeld und sagt, wir können damit mehr anfangen? So ein Teppich hatte ich auch früher mal. Oh ja, ich auch. Gut. Aber nicht so groß. Wir haben ja noch eine Mission, die wir abschließen müssen. Warte mal. Feuergas. Finden Sie zum Platten. Finden Sie Tolga. Hä? Ach nee, die war schon fertig. Wir hatten ja eigentlich zwei fertig. Die mit den alten Kräutern. Ja, die ist irgendwie... genau. Die ist irgendwie weg. Das ist komisch. Das war... Nee, die ist weg. Warte mal, erledigte Nebenquests. Auch bei Nebenquests gar nicht drin, ne? Ach, hier übrigens bei dem Typ kannst du dann die eine Waffe abgeben, der die... ich habe die Pistole gar nicht dabei. Ja, vergiss es. Ach, das Mädel steht nicht mehr bei den... Bei mir steht sie nicht mehr da. Schade. Was? Wo? Ja, bei den Waschmaschinen. Ja. Die Nutte, die da mal stand. Und bei dir nicht. Die Nutte. Wieso ist sie denn bei dir nicht? Sowas aber auch. Ah ne, geht nur mit dir zusammen. Das ist ein Puppe. Die macht eine Liegestütze. Ja, ist auch schon gesehen. Bist denn du? Sehe ich gar nicht. Hey. Das ganze Gebäude fiel in sich zusammen. Was ist da passiert? Gut. Wo müssen wir hin? Hoch, runter? Ich weiß gar nicht. Ja, das Problem ist, dass wir jetzt wieder eine Hauptmission haben. Die Frage ist, eine Story-Quest. Das ist natürlich wieder extrem lange Hauptmission. Machen Sie die Gruppe ausfindig, die Sie nach Sektor 0 bringen kann. Wollen wir die machen jetzt? Versuch, mach klug, würde ich sagen. Gut. Dann machen wir die. Dann komm mal zu mir. Dann komm mal zu mir. Und zwar jetzt kannst du zu mir. Doch. Hingeglitscht. Bist du aus meinem Arsch rausgeploppt? Süß. Sieht immer so aus bei Battlefield, wenn immer irgendwo einer liegt und dann spawnt dahinter so ein Squad-Mitglied. Anscheinend schleusen sie Personen nach Sektor 0. Ich muss sie ausfindig machen und nach Jades Kontaktmann fragen. Einem Kerl namens Zenk. Wir sind immer noch in den Slums, ey. Ich denke mal, das ist halber aufgeteilt, denke ich mal. Wie gesagt, aber die Stadt zieht richtig an. Ich habe dann, wie gesagt, einen
Gameplay gesehen auf Twitch und das sah richtig heftig aus. Warte mal, wir vorher mal noch was gucken. Bandagen und Medizin. Ist. Hut ab vor dir, Kollege. Hier, die hat Belohnung. Das ist Kaffee? Wie Kaffee? Heißt der Kaffee? Ach, das ist eine Quest, ne? Hm? Ach nee. Aber warum ist denn das mit den... Wir haben dort ewig lang den Lavendel gesucht. Warum ist denn das weg? Na, guck mal, hier ist Kaffee. Der heißt Kaffee. Wer? Hier. Pfff. Hm. Aber warum ist denn das mit diesem Lavendel weg? Das nervt mich gerade so ein bisschen. Es ist komplett weg. Es ist auch nicht bei Erledigte drin. Da haben wir uns ewig so lang vorhin den scheiß Lavendel gesucht. Egal, komm, lass uns die Hauptquest machen. Ich will die Folge nicht so lang machen. Wo müssen wir hin? Hier hinten. Das sind nur 180 Meter. Der Quartiermeister hat wieder was abzugeben. So. Ach, müssen wir runter? Ja, ganz runter. Okay. Ich bin da, glaube ich. Hm? Ach so. Ach so. Ich weiß nicht, was du machst. Ich renn dahin. Ich bin 20 Meter davon entfernt. Ja, weil ich war noch im Gebäude, da stand dran, ja, du musst nach unten. Ja, sagen können, dass ich raus muss, hätte ich mir ja sagen können. Hä? Ja. Ach, ich muss nach oben. Was? Ich hänge hier, hier greift mich ein Zombie an. Geht das dann? So. Wer randaliert denn hier so? Kommt auch niemand. Ich muss nicht. Achso, da hoch. Ach, Scheiße. Stirb, du Schwein! Okay. Und dann da rein. Immer diese scheiß grünen Zombies. So, wenn du willst, kannst du zu mir spawnen, weil es ist ein bisschen schwieriger, hier reinzukommen. Genau. Ja. Hallo? Da musst du über ein anderes Haus. Ich suche nach den Rettern. Keine Ahnung, wen du meinst. Ich bin einer von Brackens Leuten, vom Turm. Mir egal, wo du herkommst. Verpiss dich oder du lernst meine weniger höfliche Seite kennen. Hey, ich weiß, ihr schleust Leute aus den Slums. Eine junge Frau kam hier durch. Jade. Du solltest besser einen Abgang machen. Nein, hör zu. Ich habe Rais verstümmelt und werde von seinen Leuten gejagt. Ich könnte echt Hilfe gebrauchen. Du? Du bist der Typ, der Rais Hand abgehackt hat? Genau. Und jetzt muss ich zum Sektor 0. Wie heißt du? Crane. Crane, glaub ja nicht, nach Sektor 0 zu flüchten, wird dir helfen, von Rais Radar zu verschwinden. Aber warte hier. Alter, 62 E-Mails bekommen. Weil irgendwelche Leute bei YouTube bei mir kommentieren. Ich hab hier so einen Typen, der behauptet, er hätte Reis verstümmelt. Crane? Ja, das hat er gesagt. Wirklich? Bist du sicher? Okay. Gut. Ich muss auch mal gucken, es gibt hier auch ein Super Mario Easter Egg, das muss ich nochmal suchen, wo das war. Okay. Achso, wir sollen ja reingehen. Da gibt's ein Super Mario Level. Okay. Ja, das muss ich nochmal suchen, wo das war. Wo bist du denn? Ich bin hochgegangen. Okay, wir bringen dich rüber. Wann? Jetzt. Was wollt ihr dafür? Was du mit Rais gemacht hast, ist Bezahlung genug. Geh zum eingestürzten Tunnel, dem früheren Zugang zur Altstadt. Klopf an der Tür zu den Abwasserkanälen. Jemand wird dich in Empfang nehmen. Verstanden. Danke. Nein, aha. Mann. Danke dir. Also geht's jetzt wirklich ab in die Altstadt? Ja. Hier hoch. Wenn man da aus hier rüber. Autsch. Ich höre nur Klatsch. Autsch. Ja, hier sind auch Müllsäcke. Ja, wäre vielleicht schlauer gewesen. Wo denn? Wo sind Müllsäcke? Ich will auch mal in Müllsäcke reinspringen. Hier direkt. Ach komm, ich spring auf das andere Haus hier. Ich
mach das immer, wenn ich Müllsäcke mache. Das ist irgendwie cool. Hört sich immer so übelst an, wie der aufkommt. Oh Gott, 400 Meter muss man weit. Och, natürlich, er hält sich natürlich nicht fest, der Vogel. Ich weiß immer nicht, was du machst. Ich bin immer schon Kilometer weiter. Ja, ich metzel halt immer noch ein bisschen rum, ne? Wieder so Zombie-Metzel geil. So. Bahnwaggons über Bahnwaggons über Bahnwaggons. Oh, eine Blume. Bleib einfach da und zeig mir. Oder so was in die Art. Noch eine. Ich habe mal gerade ein paar Leute gerettet. Ich nehme die Blumen mit. Hier, von uns allen. Tausend Dank nochmal. Ja, dann ist hier. Gut, metzel du mal, ich renne schon mal wieder zum Wegpunkt. Ich renne ja auch noch nebenbei. Ich renne so. Und metzel. Nee, sonst hättest du einfach gemetzelt und ich renne zum Wegpunkt hin und du wärst dann wieder zu mir hin teleportiert. Ich mach Metzelrennen. Metzelrennen? Ah, das ist ein ganz neues Spiel, gell? Metzelrennen. Genau. Spiel im Spiel. Oh Gott, sind viele Zombies. Geh doch auch, mal kacken, kann ich auch Mensch. Geil. Da ist eine Mauer. Guck her. Wir glitschen die Zombies irgendwie alle gerade weg. Ach, komm, fickt euch. Ich hab kein Interesse an euch. Da war eine Mauer so ein Typ mit einem Loch drin. Und ich springe natürlich über die Mauer drüber und nicht in das Loch rein. Durch das Loch durch. Hier kann ich, ist falsch. Ah, geh weg. Ich muss da hoch. Am Bahnhof. Autsch. Wir haben nicht verteilte Fähigkeitspunkte. Gleich mal machen. Hallo, meine Freunde. Also ich bin noch 130 Meter entfernt. Ich bin 500 Zombies entfernt. Plus, minus ein paar halbe. Ja. Heilen. Ah, das war dumm. Loot. Wir looten uns, wir looten. Looten und leveln, looten und leveln. Ich schleim mich mal voll. Hä? Warte, voll geschleimt. Kommt man denn da hin, wo du bist? Ja, überall Felsen. Ja, das ist ein bisschen. Ach, oder dumm. Musst du durch den Tunnel durch? Dumm zugänglich. Tunnel? Ah, Tunnel. Nee, Tunnel zu. Ein Tunnel zugemauert. Boah. Genau, du musst auf den Tunnel. Ich glaube, du musst auf die Brücke drauf. Ja, du musst auf die Brücke drauf. Ja, musst du oben lang. Ne? So, ich hab mich mal getarnt, dass die mich in Ruhe lassen. Ich bin noch 80 Meter entfernt. Oh, mach das schon. 60 Meter. Na, lass mich mal durch hier, ihr Zombies. Ich glaube, die werden nicht auf dich hören. Die haben mich da eingekeilt gerade. Jetzt 24 Meter. Hä, hier ist doch gar nichts. Was soll denn das sein? Hä? Keine Ahnung. Ah, hier rein. Oh, du musst wieder zu mir kommen. Ja, hab ich vorgehabt. Tag. Och, das hört sich immer an, ey. Ja. So ekelhaft. Ich habe Zenk getroffen. Zuerst wollte er nicht reden.
Doch als ich erzählte, was ich mit Rais gemacht hatte, waren die Retter bereit, mir zu helfen. Das sie lustig. Bringen mich in Sektor 0. Kenne ich noch von Dead Island. Kanalisation ist immer lustig. Tunnel mit den Rittern. Hab erst gelesen mit den Rittern. Das hatte ich Sven auch verstanden mit Rittern. Ach hier müssen wir hin. Ach nein. Gut, aus einfach eine Tür, die wir mal aufmachen können. Crane? Richtig. Schön dich kennenzulernen. Hassan der Name. Ich Was bin so? Ein Reiseleiter. Der hört sich doch mal an wie ein Türke. Er hat wenigstens einen türkischen Akzent, ne? Ja, ja. Warst du es auch, der Jade geholfen hat? Wem? Kommt von hier. Dunkle Haare, hübsch, toughes Auftreten. Geilen Arsch. Kann sein, wir fragen nicht immer nach dem Namen. Ist doch eine Falle. Das ist doch eine Falle. Wo sind noch die Waffen? Hallo? Folgen Sie Ihrem Führer. Das ist ja schon mal schief gegangen. Wir haben keine Waffen, ne? Ah. Ja doch, die Waffen haben wir noch. Wir können sie noch nicht. Hey. Ja, wir befinden uns in einem gesicherten Bereich, deswegen. Also ich weiß ja nicht, wenn ich wüsste, ja, hier ist gefährlich, würde ich mindestens einen Helm tragen. Meinst du, ein Helm macht das alles besser? Und nicht nur eine Knarre. Also. Hallo? Das ist wieder eine Nebenquest oder was? Sprechen Sie mit Hassan. Okay. Gut, ab hier bist du auf dich allein gestellt. Der Weg ist markiert und wir stehen per Funk in Verbindung. War mir ein Vergnügen. Ja, ist. Geile Tattoos hast du, Junge. Einer nach dem anderen. Und er dort geht als Erste. Aber wir warten schon viel länger als er. Nicht meine Entscheidung. Wartet hier. Machst du da? Er hebt mich gerade an. Ich seh's. Ich bleib mal hier stehen. Ich seh's gerade, wie er dich wegzieht. Wie geil. Okay, müssen wir hin? Ich hoffe mal da lang. Das Schwimmen sieht auch affig aus, ey. Oh Gott, hier sind lauter Zombies aufgespießt. Im Wasser. Und hier schwimmen welche. Luft holen hier. Ja. Na gut, Luft wird auch überbewertet. Da müssen wir hin. Ah, weiß ich nicht. Runter. Wir müssen unser Licht anmachen. Ah, mit Licht funktioniert das Ganze besser. Was? Müssen wir lang? Ich guck gerade, unter Wasser ist kein Weg. Da ist keine Röhre und kein Loch und nix. Also müssen wir hier hoch? Ja, ich glaube geradezu müssen wir, weil da ist ein Weg. Ja, guck mal, da oben ist ein Seil. Was? Können wir nicht raus? Hier hoch. Ja, guck mal, da oben ist ein Seil. Ja, ich seh's. Aber kommen wir da überhaupt ran? Ne? Ja, warte mal. Doch, hier. Siehst du? Geht es doch schon wieder. Siehst du? Schaffst du es? Mein Vogel ist wieder zu blöd dafür. Meistens sitzt das Problem vor dem Bildschirm. Weil hier, da, guck, Seil. Ja, 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 guck. Der Vogel, Alter. Komm, ich mach dir mal ein bisschen Partybeleuchtung. Also ich hab das Ding genau. Wieso hab ich denn schon wieder so ein verficktes Schild dabei? Da halt dich doch fest, du Vogel! Das gibt's doch nicht! Ich schau mir das mal ein bisschen von oben an. Die feiern das hier alle, ne? Und ich arme Sau. Das gibt's doch nicht. Warte mal, das ist ja nicht der normale Weg. Das kann ja nicht sein. Ich bin doch auch hochgekommen. Das ist nicht der normale Weg. Ich bin doch auch hochgekommen. Ja, hier, guck, da gibt es noch einen Weg. Einen viel besseren. Jetzt hängst du normalen da Weg. Das ist der normale Weg. Ich bin doch auch hochgekommen, also. Ach du G.
Titel so. Jetzt hängt er doch rum bei dem gelben Rohr. Was? Hier war doch auch ein Ding. Da. Mach ich doch. Das ist mir nicht der normale Weg. Siehst du? Weil hier ist mir nicht markiert. Nee. Da ist markiert. Guckst du? Ja, aber ich bin doch auch da hochgekommen. Also scheint das doch wesentlich einfacher zu sein, als das, was du da drüben machst. Nein, der normale Weg ist der, den ich gerade gegangen bin. Du hast rumgecheatet. Ja. Du hast dich hingeglitscht. Ja. Was? Oh oh. Zombie. Naja, aber wir kommen da nicht raus. Ach, da müssen wir lang. Da ist ein Pfeil. Jetzt geht's auch den Pfeil. Ah, ja. Die Route sollte relativ sicher sein. Aber der ein oder andere Infizierte könnte auftauchen. Nö. Ist doch kein Problem, oder? Also. Hi, Süße. Süße? Wo? Oh. Ja, war eine kleine Schmiede. Platsch. Oh, oh. Voll daneben. Ich glaube, wir müssen hier durch die Röhre. Nein, hier kann man nicht. Was soll man durch Feuer drin? Ja, wir müssen durchs Feuer. Ah, der ist riesengroßer. Und? Warte mal, ich muss mal Bumm machen. Ich glaube, das ist seine Freundin. Ich glaube, die ist ein bisschen sauer, dass du gerade den Typen getötet hast. Quatsch. Gut, wo müssen wir weiter? Ich mach gerade hier was auf. Achso, ich sehe schon. Geh mal weg da, geh mal weg. Okay, jetzt kannst du. Trotzdem Aua gemacht. Ja, aber besser als direkt Aua. Was? Wo kam die denn her? Du läufst einfach weiter und von links kommen Zombies. Hallo! Oh. Oh, das Ding hier. Zack. Elektrisches Boot heute. Ich muss knacken, ja. Ich muss mir was knacken. Ich hab's immer gut. Ich krieg immer Kisten, die ich nicht knacken muss. Oh Mann. Ich habe auch gerade keine Sensibilität mehr im Daumen. Weil ich als ja, hier auch. Als Schloss knacken. Ist aber auch mittlerweile so sensibel mit dem Schloss knacken. Ja, Fingerspitzengefühl. Ich habe eine Trophäe bekommen. Alter, und hier liegt wieder ein Schwert drin. Opferungsschwert. Zack, die ist auch offen. Was hast du drin? Noch ein Opferungsschwert. Ich hab ein Brecheisen. Und ich hab ein Opferungsschwert. Wo müssen wir denn weiter? Du bescheißt doch. Wo ist die andere Kiste, die du aufgemacht hast? Da, hier. Hinten, da. Ein Nagelbeil. Und eine Tasche. Die Frage ist. Nee, da müssen wir nicht. Hä? Mussten wir überhaupt hier rein? Wahrscheinlich. Nee, müssen wir nicht. Gelbes Rohr und oben ist eine offene Tür. Ach, die Tür da oben. Ach, ich kann mir wieder nicht hier hochwetten. Was habe ich gesagt? Ich such gerade den besten Weg. Ach, wir müssen auch nach links. Wir müssen hier lang. Wohl. Ja. Ey. Falsche Richtung. Warte mal, ganz kurz. Verbandskasten. Nee, da ist ein Spucker. Den Spucker. Was? Was hast du gesagt? Entschuldigung, ich muss dann mal kurz noch den Typen. Töten. Der Boden? Ach ne, das ist nur Wasser an dem Boden. Sieht so komisch aus. Hui! Mann, Müllsack. Ich bin gerade am gucken, wo wir lang müssen. Wir müssen das Rohr da hoch.
Genau, wir müssen vor. Oh, mäßig. Ey, geh da mal nach hoch, du Vogel. Was ist meiner doof? Das wird übrigens schon wieder so eine scheiß lange Folge. Meine. Ach, oh, wow, er klippert. Wie du bist. Hä? Toll, jetzt sehe ich den Arsch von unten. Yeah. Weißt du übrigens, was Karl Lagerfeld gesagt hat? Wenn eine Trainingshose trägt, den hat es Kontrolle über sein Leben verloren. Du hast eine Trainingshose an. Siehst du jetzt? Okay. Jetzt komm ich, jetzt krieg ich es nämlich nicht hin. Siehst du, ich cheate nicht. Komm ich denn, warum kann ich denn nicht darüber springen? Ah, jetzt geht's. Okay. Ja, weil ich im Weg war. Mit meinem dicken Arsch. Und der grauen Trainingshose. Ich bin da. Ist noch ein Verbandskasten. Wo muss ich denn hinspringen? Immer den gelben Rohr nach. Kletter einfach mal hoch. Kletter einfach mal hoch, dass du drauf stehst. Achso, okay. Dann kannst du links da hinspringen. Links von dir. Und dann rechts auf das Rohr. Auf das untere oder das obere? Obere. Ach Gott, ich hab schon gerade einen Schreckmoment gehabt, dass er sich nicht festhält. Oh, kannst loslassen. Ja. Die nächsten Rohre. Oh Mann, ey. Ich dachte, das wird nur eine kurze. Das wird eine kurze Folge. Wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Let's Langplay. Autsch. Ich lasse dich erstmal vorne weggehen. Hä? Wie glitschst du denn da rum? In dem Rohr? Das ist bei dir genauso. Du glitschst da wirklich rum. Ich lasse dich erstmal vorne weggehen. Er hält sich da oben nicht fest? Hä? Machen die das nicht? Warum ist denn der so doof? Na, schade, hier kann man nicht drüber springen. Ah, jetzt. Oh, jetzt bin ich natürlich runtergefallen. Wo bist du denn lang? Hier rüber oder was? Ja. Oder da. Ah, ich mag so Jump-and-Run-Spiele nicht. Weil die tun mir schon mittlerweile das Handgelenk weh vom ganzen Spielen. So, balancieren. Hä, warum hält? Achso. Balancieren. Ah. Da müssen wir hin. Muss ich denn lang? Müssen. Muss rüberspringen auf die andere Seite. Ah, ernsthaft? Da war ich doch eben schon. Ja, und dann. Hier hoch. Das hätten wir uns sparen können, weil wir hätten direkt auf diesen Balken hier rüber balanciert, weil hier stand ich eben schon. Ja, und dann ab aufs Rohr. Ey. Da hätten wir uns das ganz. Alter Schwede. Das ist da, wo ich hier rüber. So. Und jetzt hier durchs Rohr. So. Yay, rutschen! Yay. Tut mir leid, aber der Typ hat mich bei den Eiern. Ich hatte keine andere Wahl. Das ist eine Falle. Cool. Was? Das ist eine Falle. Hey! Was hast du getan? Warte auf mich, das ist eine Falle. Ich hatte keine Wahl. Sorry. Das ist eine Falle. So, nicht trotzdem lang. Lang müssen wir trotzdem, ne? Er hatte keine Wahl, das heißt, wir werden erwartet. Bist du hin? Ich mach grad das Tor auf. Ach so, ich dachte grad, hä? Pass mal auf, als ob aus dem Tor was rauskommt. Nee, er geht ja nach unten. Geht ja nach unten. Achso, okay. Okay, Gesundheit. Ja, kann was nichts. Sorry. Oh, scheiße. Nicht reinspringen. Was? Ja, da steht oben. Kann uns doch eh nichts passieren, weil wir sind ja unter Wasser. Ja, die schießen ins Wasser rein. Bleib ins nächste Rohr. Drin. Und ab nach unten geschwommen. Müssen wir nichts machen?
aber nur. Ich esse auch gleich, glaube ich. Wo müssen wir denn hin? Wie ist das? Ich folge dir einfach. Ja, da geht's nicht weiter. Echt nicht? Konnte man da wenigstens Luft schnappen? Ganz schlicht aus mit Luft. Oder? Doch, doch, müsste klappen. Doch, ja. Aber. Ja. Wo geht's hier weiter? Ich guck mal, ob sonst. Da, nee, da geht's auch nicht weiter. Das ist zu. Alles zu hier. Alles zu, na gut, dann müssen wir doch zurück. Überleben Sie den Hinterhalt. Bis jetzt habe ich ja überlebt. Ja. Bis jetzt ist es ganz gut. Bis jetzt. Also, ne? Also müssen wir wirklich da hoch. Hm. Ja, jetzt musst du aufpassen, die schießen ins Wasser rein und das trifft dich. Scheiße, 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 scheiße. Ja, wo soll ich denn hier hin? Ah, fuck, ich bin gleich wieder tot. Echt? Ja, ja. Die schießen ins Wasser rein. Wir müssen irgendwie da hoch. Naja. Komm mal, Luft zurück, kurz. Geh doch mal runter, tauch doch mal runter, du Sack. Ja, vor allen Dingen könnte er mal. Ja, ich bin tot. Vor allen Dingen wendet er im Wasser kein Medikit an. Nee. Oh, ich bin auch gleich matsch. Er ist nicht schlimm, der Spawnpunkt ist. So um die Ecke. Das hört sich gerade komisch an. Warte mal, ich gleich mal das Gewehr ausrüsten. Wo ist denn hier hin? Jetzt sind hier hoch. Ja, das ist das Problem. Oh, ich bin gestorben. Bin aufgetaucht und. Ja, du bist sofort tot. Hey. Ich weiß auch nicht, wo es. Wo es da hoch geht. Oh. Nee, das ist zu. Ich dachte, weil hier eine Leiter ist. Nee, ich bin sofort tot. Sofort, wenn du auftauchst, bist du tot. Komisch. Komische Mission. Aber wir müssen definitiv hier runter, ne? Das ist. Ja. Also müssen wir. Doch da runter. Ne? Nein, hier so. Das Problem ist, dass du da nicht mal auftauchen kannst und. Wir müssen wirklich hier runter in dieses Rohr. Ja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, das haben sie ja eigentlich umsonst hingepflanzt. Hm? Oder wirklich hier, zum Luft holen. Weil ja hier kommst du nirgendwo hoch. Aber hier ist ja alles auch oben eingezäunt. Ja. Ja, ist ja gut, Jungs. Oh, schwimm mal ein bisschen schneller. Oh, ich bin gleich wieder tot. Ja, komm mal hier runter. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ja schon auf dem Weg. Nur er schwimmt so langsam. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Hier ist mir nicht eine Leiter. Komm, Junge. Komm da rein. Komm. Oh, 57 HP. Eieiei. Ah, mein Bildschirm wird schon schwarz. Ich hab kaum noch Luft. Und das wird ganz knapp. Komm, hoch. Hoch. Oh, war das knapp. Oh, ist das knapp gewesen. So, guck, hey. Hier ist eine Leiter. Die haben wir voll übersehen. Ach so, verdammt. Geil. Dann muss ich mir erstmal ein Medikit spritzen, weil ich habe nämlich noch 57 HP. Dann wir auch mal sicherheitshalber. Okay.
Irgendwie leckt das gerade bei mir gewaltig. Ja, bei mir ist es auch gerade so. Es leckt nicht, das ist so komisch. Ja, so schlieren, als ob ich besoffen wäre. Ja, ich denke mal, das ist Absicht. Hast du das gesehen? Was ist so gewollt? Du Scheiße. Einen erledigt. Ego. Noch einen erledigt. Oh. Ja, irgendwie schliert das bei mir ganz komisch gerade. Ja, bei mir auch. Ich denke mal, das ist Absicht. Das ist Bewegungsunschärfe, ist das sozusagen. Auf. Durch Unfall. Oh, da kommen ganz viele. Da ging eine Tür auf, da kamen ganz viele raus. Oh, da ging hinter uns eine Tür auf und auf einmal waren drei Mann hinter uns. Ich bin ja Unfall. Ich bin Unfall tot. Ja, ich hab's gesehen. Alter Schwede, das wird doch wieder eine lange Folge. Oh. Bauen mich mal neu, weil das wirst du mal nicht schaffen. Ne, ich bin eh tot. Ich bin eh tot. Mal. Mit der Axt müsste ich da mal ran. Einmal Axt und alle Matsch. Wenn du genau triffst. Cool, der hat hier gespawnt. Hm. Oh, ist das übel, ey, mit dieser Bewegungsunschärfe. Alter, das ist ja besoffen davon. Ja, gib mir Kopfschmerzen vor. Wow! Oh, die sind ja direkt hier und machen keiner was. Ach, Nick, was ist das denn da sind? Da sind die übrigens. Du warst ja schon da, wieso waren da wieder welche? Weil ich bin gespawnt, du warst ja schon vorne, wieder runter, warst da drei Gegner auf mir. Ich campe hier gerade ein bisschen, wenn du dich beeilst, ich habe hier schon 4 erledigt. Dann haben wir... Erstmal hier, ja. Du. So. Gucken. Wieder ein Päckchen. Alter, was ist übel. Wo bist du, Arschloch? Wo kommen die drei? Oh, oh. Ne, die waren schon da, die sind aus der einen Tür rausgekommen. Oh, warte mal, ich nehme mir auch mal eine Waffe hier, das geht ja nicht. Ja, nimm dir mal echt. Die haben keine. Was? Warte, hier. Ich hab aufgenommen, warte. Hier. Auch nur eine. Ne, nimm beide, kannst du verkaufen. Dieselben. Ja, aber kannst du dann verkaufen, die liegt auch überall Munition rum. Diese grünen Pakete, einfach drüber. Ich kann mal wieder nur eine Waffe aufnehmen, ist ja wieder typisch. Ja, dann nehme ich sie auf, ich habe mein Inventar ist fast leer. Ja, meiner ist eigentlich nicht voll, deswegen. Hast du die Inventarerweiterung? Ja. Ich habe ja leere Slots. Ich müsste dann jedes Mal ins Inventar und was aus meinem ausgerüsteten Inventar rausnehmen und dann ersetzen. Das ist irgendwie komisch. Das Problem habe nur ich. Diese Bewegungsunschärfe macht mich im Moment ein bisschen fertig gerade. Ich krieg Kopfschmerzen davon. Das ist auch so krass irgendwie. Ja. Ich habe ja nichts gegen Bewegungsunschärfe, aber das ist wieder so krass, dass du wieder nichts siehst. Ja. Wir sind irgendwie im Kreis gelaufen. Oder? Naja, wir sind gerade wieder da, wo wir hergekommen sind. Wo ist er denn lang? Wir müssen hier lang, oder? Alter, ich glaube, das sind diese Gase, die hier rumbabern. Oh. Ah, hier aus der Tür sind die rausgekommen. Okay. Oder? Nee, das ist. Nee, von hier sind wir doch gekommen. Nee. Doch. Sind irgendwie 5 Eingänge oder? Warte mal, ich guck mal, wo wir hin müssen. So, was ist das hier für eine Tür? Okay, hier ist ein Medikit-Raum, also hier ist ein Raum mit einem. Achso, ich kann gar nicht auf die Map gucken. Ja, ich auch nicht. So, hier ist so eine Kiste. Oh, diese Bewegungsunschärfe macht mich gerade so fertig. Laufen wir mal geradeaus.
mal hier lang. Oh. Der Raum war es auch nicht. Du bist immer im Kreis. Hm. Wir haben uns getroffen. Vielleicht müssen wir wieder ins Wasser. Ach hier, komm mal her. Im Schrank. Hier. Hier ist ein Pfeil. Andere Seite. Ich komme schon. Das kann ein bisschen dauern. Weil hier ist ein weißer Pfeil an der Wand. Ah, hier geht's weiter. Ja, ich hatte eigentlich gesagt, wir machen eine kurze Folge. Wir sind schon wieder bei 45 Minuten. Also ich dachte eigentlich, die würde kurz gehen. Dachte ich so. Boah, ich glaube, es geht raus. Noch nicht. Scheiß Bewegungsunschärfe hört nicht auf. Ja, ich sehe. Es kann sein, dass es natürlich auch jetzt am Spiel liegt. Da sind welche. Mann, wo bleiben die? Wie lange sollen die denn? So, Feierabend, Jungs. Bracken, hörst du mich? Crane hier. Was gibt's, Kumpel? Sag allen, dass sie sich von den Rettern fernhalten sollen. Sie haben mich an Rais verraten. Mist. Alles klar? Kontaktiere Troy, sobald du an Sektor 0 ankommst. Sie ist die einzige Person dort, die dir helfen kann. Halt. Ja, das hatte ich vor. Drück mir die Daumen. Gut, ich würde mal sagen, dass wir hier eine Pause machen, weil diese Bewegungsunschärfe, ich weiß nicht, ob das am Spiel liegt oder das ist extrem. Also mir wird richtig schlecht gerade davon. Willst du mir jetzt einen Gnadenschuss geben oder was? Nee, ich wollte nur sagen, da geht's weiter. Oh, und da geht's weiter. Die Bewegungsunschärfe macht mich gerade richtig fertig. Nee, ich glaube, das liegt am Spiel, dass da irgendwas gerade nicht rumspielt, aber das ist auch bei dir, gell? Meinst du? Ich hab's ja hoch, das ist ja... Kotz gleich. Ich weiß nicht, ich geh gleich kotzen. Ja. Du übelst. Das hab ich nicht gesehen, also. Ich warte nur auf dich. So. Wo bist denn du? Da oben. Teleportier dich doch zu mir. Okay. Genau. Altstadt. Verdammte Retter. Wie sich herausgestellt hat, arbeiten diese durchtriebenen Bastarde mit Rais zusammen. Sie lauerten mir auf. Und richtig schlecht davon. Ich schaffe das gerade eben, sie zu überwältigen. Soll mir eine Lehre sein, Leuten zu vertrauen. Ich meine, bei YouTube ist es vielleicht nicht so extrem, aber... Ich sitze hier vor ungefähr anderthalb Meter, nenne ich mal einen Meter, Abstand von einem 106 Zentimeter Fernseher. Ich habe ja auch hier 32 Zoll vor mir. Jetzt ist es weg, siehst du? Stimmt, jetzt ist es weg. Okay. Nee, wir machen aber, würde ich trotzdem sagen, eine Pause, weil wir sind jetzt schon bei 50 Minuten. Ja. Wir gehen mal noch raus und gucken uns das mal noch draußen an. Jetzt sind wir nämlich in der Altstadt. Dann wollen wir mal. Jade, Crane hier. Bist du da? Jade, ich bin's. Hörst du mich? Verdammt. Wie erwartet. Zeit für Plan B. Troy, Crane hier. Hörst du mich? Crane? Schön von dir zu hören. Wie kann ich dir helfen? Ich bin in der Gegend und hätte was mit dir zu besprechen. Wo kann ich dich finden? Du bist hier? In der Null? Wunderbar. Siehst du diese zwei Türme? Einer höher als der andere Baugerüste an beiden? Wir nennen es unser Loft. Geh dahin, wir warten dort auf dich. Besichtigungstour, du hast eine Trophäe erhalten. Gut. Yep, gut. Dr. Campton, genau. Hören Sie mich? Crane hier. Campton, hören Sie mich? Crane? Ja, ich höre Sie. Was ist los? Ich bin in Sektor 0. Ist Jade bei Ihnen? Nein, noch nicht. Da ich mich wegen Rais-Schlägern hier verschanzt habe, könnte es schwierig für Sie sein, mich zu erreichen. Apropos, Headshot. Doktor, geht's Ihnen gut? Ich bin umzingelt, aber zumindest sicher. Kommen Sie hierher? Später. Zuerst muss ich Jade und Sarahs Forschungsdaten finden. Dann komme ich zu ihnen. Verstanden. Ich werde warten, Crane. Was machen wir gerade? Ich habe nur gewartet, bis das vorbei ist. Nee, wir machen jetzt ist gut. Aus. Wow. Ich habe den letzten Zombie noch umgerutzt. Okay, ich gucke mir mal kurz die Karte an.
Ah, okay, hier ist noch extrem vieles unentdeckt. Oh! Warte! Warte mal, vielleicht kann ich die abschießen. Nee, kann ich nicht. So, meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Dying Light. Hier auf unseren Kanälen, Link zum Chris ist unten in der Beschreibung. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao.